Moment. Today we are in the My Soundbook channel. I do it the volume, I do it little, the music a little quieter. So this video is a little bit in English and of course in German, because we want first reach with My Soundbook the European audience. And today I'm talking about Cayenne Audio. Unboxing two wonderful products. We have here Cayenne. We have one is the CD MK2. And then the amplifier. One of the short amplifier, the smallest from Cayenne. I put it here. So you can see it here. It's a high value amplifier. It's a Cayenne. I give you now the MT34L, the smallest one from Cayenne Audio. And this is coming soon, a review, but in German. And we are unboxing now the two of them. And later in my next video, I will talk about the connection that we do with the German cable via Blue. So, do it now. So here we are. Chuck. Unboxing Cayenne Audio. Fantastic CD. Marc Antoine, David Benoit, amazing jazz smooth CD and LP. It's wonderful, wonderful music. So these two guys are amazing. They are legend in the jazz area. Okay, let us start. Look how beautiful. With gloves, white gloves. So now I switch in German. So, wir packen das Ding aus. Dieser kleine, winzig kleine CD-Player, very, very smart CD-Player, the MK2. So, he is so tiny, you didn't see it. Yeah? Das ist so ein kleiner CD-Player. Look. Look how small it is. It's unbelievable. Okay. Put it here. So, oh no, it has this kind of net power. It's not so audiophile, but it costs only 400 euros. Also dieser CD-Spieler liegt bei 399 Euro
und ist natürlich sehr, sehr preisgünstig. Und die Bedienungsanleitung, Manual, Bedienungsanleitung in German. So, I will talk in later about this. Zack. The manual and the gloves. So, der MT34L. So. So, Freunde, dieser Verstärker liegt in Deutschland ca. bei 1300 Euro. Den packen wir jetzt aus. Handschuhe, zack. Et voilà. Wow, der ist richtig klein. It's really tiny. Look. Wow, a heavy, tiny, cute amplifier. Wow, this is very good. Das heißt, der passt in diesen Regal rein. I can put it in the shelf here. And we will take the ELAC here. He said a very, very good power cord for the net. Net power, but I will take a better one. I will take a power cord from Via Blue. I will take a power cord from Via Blue. So it's better. So, das heißt, der kleine Chinese hier, the small Chinese, der kleine, zwei kleine Chinesen haben wir hier ausgepackt. Wir haben hier zwei kleine Chinesen ausgepackt. Und ich staune, weil die Röhren sind wahrscheinlich schon montiert. So, das ist Leder, hier kommt, hier wird später Center ELAC erklärt, Solano-Serie. So, we come to the point now. Wow. Really, really beautiful and heavy. Really beautiful. Look. And it's very, very heavy. Look. Alter Schwede. What a beautiful tiny amplifier. With the tube already in. You have nothing to do with the tube. That's fantastic. So, um euch zu zeigen, wie klein der kleine, na, der ist ja wundervoll. BS-283, ELAC BS-283. Das ist ein fantastischer Lautsprecher. Die liegen bei ca. 1698 Euro, das Paar, klingt aber hervorragend. Und ich wage erstmal, bevor ich das komplette Solano-System mit Dolby Atmos, mit einem guten Marantz, Macintosh, whatever, will ich die als audiophile kleine Einstiegsserie testen und hören, weil die Produkte von ELAC sind ausgezeichnet verarbeitet. Und daher werden die an diesem wundervollen Cayenne, die BS-283, angeschlossen und ich bin mal ganz gespannt, was da rauskommt. So, okay, here we are, zack,
Dann machen wir noch ein bisschen Werbung für Via Blue. Dann machen wir da rein. Nochmal zack. So, Freunde. Ladies and Gentlemen. MT34L, also der MT34L. Ein traumhafter Verstärker. Mit dem passenden CD-Player da unten. Ja. Den MK2. Und in diesem Sinne, dieser wundervolle Verstärker, der auch wirklich extrem wertige Anschlüsse hinten hat, wird dann an die ELAC BS 283 angeschlossen. Und wir werden gucken, was da rauskommt. Der ist verdammt wertig, sieht richtig hochwertig aus. Also ich dachte, als ich den auspackte, dachte ich so, das ist eher tight oder so. Ja, und auch hinten, Sprecher kann man anschließen, also phänomenal. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Teil klingt. Ich denke, für die ELAC müsste der genug Power haben. Der geht ab 235 Watt los. 8 Ohm. Ja, so viel zum Cayenne. In einer Woche, nachdem alles angeschlossen ist, werde ich euch ausführlich berichten, was die Ergebnisse waren. Und das ist hier genau in ein Wohnraumstudio, in einem Wohnraum angeschlossen. Und dann werde ich auch den M34L auch an den etwas größeren Standlautsprecher der Solano-Serie, die FS, braucht nicht die ganze Kiste nochmal durchzukauen. Aber ich denke, Cayenne Audio ist mit einer ELAC-Kombi, das heißt eine leicht warme Röhre. Dazu nehmen wir etwas analytische Netzverbindungen. Wir werden das Ganze ein bisschen übertreiben mit der Einstiegsserie von Via Blue. Werden wir das Ganze verkabeln und guckt euch mal die Netzstecker an. Also einer meiner Lieblingskabelhersteller ist Via Blue. Es gibt viele natürlich, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis kommt ein extra Video zu Via Blue. Und das kommt gleich in Anschluss, in circa 2 bis 3 Tagen kommt das neue Video. Und da werde ich komplett über die Via Blue Serie reden, über die X25, X40, X60, die Staffelung. Es gibt so 3 Einstiegsszenen-Szenario und ich freue mich schon, die Cayenne anzuschließen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wie gesagt, Resultate und Videos gibt es dann im nächsten Video mit die Cayenne angeschlossen und natürlich auch hoffentlich mit schöner Musik. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.